Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Heart Gold Randomizer als Nuzlocke Challenge. Hier immer noch in der Arena von Prismania City und wir werden jetzt gegen die Arenaleiterin Erika kämpfen. Hallo, echt schönes Wetter, das wir heute wieder haben, oder? Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Mein Name ist Erika, ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Oh, du kommst aus Johto, sagst du? Na hallo. Neben meinen Blumensteckkünsten habe ich mein ganzes Leben lang pausenlos mein Pokémon trainiert. Ich werde nicht verlieren. Da habe ich etwas anderes zu sagen, denn wenn ich verlieren würde, würde ich die ganze Nuzlocke verlieren. Und das wollen wir jetzt nicht so ganz, ne? Meine Pokémon sind immer noch nicht ganz auf Level 50 trainiert, aber ja, das muss man mir einfach mal jetzt hier auch vorhalten, ne? Also vorhalten ist so das falsche Wort. Und ich wollte nicht auf Surfer gehen, sondern eigentlich auf Lawine. Aber egal, sondern man muss mir das auch mal so, man muss mir das auch so sagen, dass, ich weiß gar nicht, was ich sagen möchte. Man muss auch damit leben können sozusagen, das wollte ich sagen, genau. Dass ich letztendlich immer noch nicht die Pokémon alle auf Level 50 trainiert habe, denn ich bin ja immer noch hier vorm Urlaub und nehme gerade im Voraus auf und dann muss ich das halt auch alles rendern, hochladen, bearbeiten und so und das schaffe ich jetzt nicht mal so eben, die ganzen Videos hier, ne, ihr wisst, also die ganzen Videos zu rendern, hochzuladen, bearbeiten und dann auch noch hier unsere Pokémon auf Level 50 zu trainieren, weil das dauert ziemlich, ziemlich lange und das ist nicht mal so eben gemacht. Deswegen, ja, habe ich es leider nicht geschafft. Und das Papunga ist down, das ist auch schon mal sehr gut mit der Lawine getötet. Ja, ich habe es getötet, ne? Ja, man sagt nicht besiegt, ich weiß. Ja, als nächstes kommt Tangela. Natürlich habe ich ein bisschen Angst vor einem Solarstrahl oder irgendwie, Gigasauger. Aber ich denke schon, dass Xunipa es eigentlich aushalten könnte, denn er ist auf Level 62, hat recht viele KP. Und natürlich kommt da das Schlafbruder, wer hätte das gedacht? Wenn wir jetzt Glück haben, würde es leider aufwachen, aber glaube ich jetzt eher nicht. Deswegen gehen wir direkt auf den Hyperheiler, denn wir wollen uns das hier nicht antun. Statusheilmittel bitte, Hyperheiler und dann können wir Xunipa wieder aufwecken. Ich habe ein paar Hypertränke gekauft und auch nochmal unsere Pokémon hier vom Kampf trainiert, denn der Kampf wird nicht leicht, denn ich habe wirklich nichts gegen die, gegen die vier hier Pokémon hier. Natürlich habe ich die Lawine, aber sie haben halt auch den Gigasauger und den Blättertanz vielleicht sogar, oder den Solarstrahl oder irgendwie sowas haben sie auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, Gigasauger sowieso, das hatten die ganze Zeit schon, aber die haben wahrscheinlich auch noch andere starke Pflanzenattacken. Und ab jetzt müsste ich schon wieder einen Hypertrank einsetzen und hätte ich keinen Hypertrank, dann wäre es schon ziemlich schwierig, ja. Ich weiß auch nicht, es gibt ja auch Challenges, wo man keine Items oder so einsetzen darf oder auch keine Tränke oder so. Boah, das könnte man hier ganz und gar nicht. Und ein Volltreffer, ja, damit können wir leben. Vielleicht hätte so, ich glaube, das hätte so oder so gereicht, also komm. Leiterin Erika setzt als nächstes Bluebella ein. Ja, wir bleiben einfach mal drin, denn ich möchte jetzt Newcraft nicht unnötig gefährden, denn ich denke, dass die Säure sowieso nicht viel Schaden machen wird, auch wenn sie sehr effektiv ist, denn wir sind ja speziell nicht ausgelegt, sondern physisch ausgelegt und ich wollte keinen Hyperheiler einsetzen, sondern einen Hypertrank, richtig. Einen Hypertrank auf Xunipa und dann kannst du ruhig machen, was du möchtest, Bluebella, außer du hast irgendwie einen Solarstrahl darauf oder Gigasauger kannst du ruhig machen, damit habe ich kein Problem, aber Solarstrahl kann das natürlich auch haben und es hat den Gigasauger, okay, haben wir ja kein Problem mit, das sollte jetzt nicht so viel Schaden machen, vielleicht allerhöchstens 60 KP oder so, ne, das ist schon, das könnte so hinkommen, das ist sehr effektiv, aber ja, interessiert keinen. So, Kampf und dann werden wir eine Lawine einsetzen. Okay, er hat den Sonnentag drauf, dann kann es wirklich sein, dass er den Solarstrahl drauf hat, denn er möchte sofort angreifen. Wenn die Lawine jetzt nicht reicht, dann haben wir ein kleines Problem. Dann muss ich auf jeden Fall, wir müssen einen Hypertrank einsetzen, denn die Sache ist, es kann wirklich gut sein, dass Bluebella einen Solarstrahl drauf hat, nicht Sonnenstrahl. Deswegen möchte ich jetzt auf Nummer sicher gehen, nochmal einen Hypertrank einsetzen, denn ich habe, glaube ich, nicht so das Gefühl, dass Xunipa einen Solarstrahl aushalten möchte von einem Level 56er Pokémon. Und natürlich, war klar, wenn er schon den Sonntag hat, hat er natürlich auch den Solarstrahl. Wenn es kein Critical Hit wird, sollten wir den eigentlich aushalten können. Eigentlich. Ja, okay, wir halten ihn aus. Das ist sehr schön. Das gefällt uns definitiv, ja, definitiv, definitely, ja, Hypertrank als nächstes wieder aufhalten, denn wir müssen jetzt so ein bisschen die Sonne aussäulen, weil wenn er jetzt immer Solarstrahl einsetzt, haben wir ein kleines Problem, ja, weil dann sind wir in einer kleinen Zwickmühle, außer natürlich, okay, macht den Gigasauger, sollen wir jetzt schon angreifen, weil der Gigasauger macht, glaube ich, so viel KP, dass uns ein Solarstrahl töten könnte, Ich glaube,
Ich bleibe bei dem Hypertrank, denn ich möchte erstmal die Sonne weg, also dass sie weg ist. Also nochmal Hypertrank bitte, denn ich habe Angst, dass hier gleich eine Attacke kommt, die mir nicht so ganz gefällt. Deswegen, ja, also nochmal Solarstrahl, deswegen lieber nochmal auf Nummer sicher gehen mit dem Hypertrank und dann warten, abwarten. Natürlich kommt da der Solarstrahl, wer hätte das gedacht. Deswegen, ja, doch war es ganz gut, dass wir auf den Hypertrank gegangen sind. Wir sollten hier wirklich safe spielen, außer bei einem Critical Hit, da können wir einfach nichts machen. Und es ist glücklicherweise keiner. Das ist schon mal eine gute Nachricht. So, das Sonnenlicht ist immer noch da. Ich glaube, aber nächste Runde sollte es weg sein. Dennoch werde ich hier nochmal auf den Hypertrank gehen. Denn ich weiß nicht genau, habe nicht mitgezählt. Und muss dann einfach mal auf Glück hoffen, dass gleich die Sonne weggeht, ne? Das wäre ziemlich gut. Oder? Geht sie jetzt mal weg? Setzt Gigasauger ein. Er setzt wieder Gigasauger ein. Oder sie setzt wieder Gigasauger ein. Jetzt ist die Frage. Geht die Sonne weg? Bitte, geh weg. Bitte, 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 bitte. Das wäre sehr gut. Geh weg. Geh weg. Ja, das Sonnenlicht lässt nach. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt auch mit einer Lawine angreifen. Er lädt sich auf für seinen Solarstrahl. Ich kann mit einer schönen Lawine angreifen und danach wieder meinen Hypertrank einsetzen. Ja, das sollte so klappen. Die Sache ist nur, Lawine macht jetzt nicht so viel Schaden, weil er uns nicht angegriffen hat. Da wäre mir ein Gigasauger lieber gewesen. Aber damit müssen wir jetzt einfach mal leben. Hypertrank und dann wird er mit Solarstrahl angreifen. Ach, gut, dass er keinen Sonntag wieder eingesetzt hat. Das wäre jetzt schon wieder ziemlich schlimm geworden. Also mach ruhig wieder den Solarstrahl, habe ich kein Problem mit. Ja, komm, Solarstrahl, dann mach ihn halt. Und dann muss ich halt wirklich wieder aufheilen und dann kann er wahrscheinlich wieder auf den Sonntag gehen. Oh, das wird eine kleine, aber feine Misere, in die wir uns hier reingeritten haben. Aber ich habe glücklicherweise genug Hypertränke gekauft. Jetzt mach bitte keinen Sonntag, mach einfach den Gigasauger, bitte. Mach einfach den Gigasauger, dann sind alle fröhlich. Oder den Solarstrahl, aber nicht den Sonntag. Nicht den Sonntag. Alles nur nicht den Sonntag. Er macht die Synthese. Habe ich eigentlich auch kein großes Problem mit, denn die Wahrscheinlichkeit ist gerade ziemlich groß, dass er als nächstes wieder einen Gigasauger einsetzen wird. Wobei, nein, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß, aber wenn er es macht, dann würde Lawine... Okay, macht er nicht. Würde mich Lawine sehr viel Schaden machen. Jetzt ist die Sache, wenn wir jetzt Lawine einsetzen, ne? Wir machen einfach nochmal eine Lawine hinterher. Wobei, Surfer sogar... Ah, doch, wir machen Lawine. Wir machen eine Lawine... Das ist, denke ich mal, jetzt sicherer. Er macht einen Solarstrahl, wir machen dann eine Lawine und dann müsste Bluebella auch down sein, denn wir halten den Solarstrahl aus. Ich glaube, genau diese gleiche Sache hatten wir auch gerade eben vor 2 Minuten. Ich glaube, ich habe dann trotzdem den Hypertrank eingesetzt. Hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen. Also wer da sich gewundert hat, hä, wieso hat das denn nicht so gemacht, wäre doch leichter gewesen. Ja, hätte ich so machen müssen, denn Lawine macht mehr Schaden, wenn man als zweites angreift und von einem getroffen wird. Und Lawine hat, glaube ich, eine erniedrigte Priorität, soweit ich weiß, bin mir aber nicht sicher. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, Xumipa erreicht Level 63 und Satzenia. Satzenia. Was könntest du für uns bereithalten? Was ist denn die Frage? Könntest du für uns bereithalten? Ich werde trotzdem auf den Hypertrank gehen. Er könnte wieder den Gigasauger haben, aber auch den Solarstrahl, aber auch den Blättertanz, aber alles. Jede starke Pflanzenattacke könnte er haben. Er könnte alles haben. Er könnte auch den Energieball haben. Also, wir sollten hier... Einfach mal auf Nummer sicher wieder gehen, Hypertrank bitte. Und du machst den Strauchler, okay? Ja, habe ich kein Problem mit, denn der Strauchler sollte jetzt nicht so viel Schaden machen. Obwohl, ja, das hat nicht so wenig Schaden gemacht, ne? Ich gehe lieber noch auf den Hypertrank. Ich möchte mal schauen, was du sonst noch im Petto hast. Denn der Strauchler macht nicht so viel Schaden, also mehr als ich gedacht. Aber dennoch, 2 würden nicht reichen. Die Sache ist, wenn er dann irgendwie eine starke Attacke noch rauspackt. Okay, mach wieder den Strauchler. Ja, vielleicht hat er... Ah, ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Das macht nämlich, es könnte für ein 2-Hit KO reichen. Deswegen gehe ich jetzt so lange auf den Hypertrank, bis er mal eine andere Attacke uns zeigt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch eine starke Attacke im Petto hat. Und das möchte ich lieber nochmal nachprüfen, bevor ich angreife. Und was hat er? Er hat den Strauchler. Okay, macht nur den Strauchler anscheinend. Okay. Das ist halt die Frage. Es könnte auch auf einen Critical Hit hinauslaufen, was es auch gerade tut. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja? Was soll ich dazu sagen? Ich gehe jetzt auf Speed, ich habe keinen Bock mehr. Was soll ich dazu sagen, meine lieben Freunde? Er hat den Blättersturm. War doch klar, dass er so eine starke Attacke hat. Und ich sie einfach nicht zeigen wollte, ne? Und das im letzten Part, den ich vor dem Urlaub aufnehme, ne? Das im letzten Part, den ich vor dem Urlaub aufnehme, ne?
Blättersturm macht jetzt. Wieso hat der Blättersturm die nie eingesetzt? Und ich hätte eine Attacke getankt und hätte den Spezialangriffsdrop bekommen. Ich habe keine Worte mehr dafür. Ich würde am liebsten jetzt den Part beenden. Ich weiß nicht. Max Reaper ist das Pokémon, was uns jetzt immer geholfen hat. Und das darf nicht sterben eigentlich. Das darf wirklich nicht sterben. Und ich speede jetzt wie sonst was. Es tut mir einfach leid. Er macht natürlich die Top-Genesung. Wie soll es auch anders sein? Dann mach sie halt. Hauptsache Newcraft stirbt nicht. Okay, er macht wieder die Top-Genesung, natürlich. Ich bekomme aber immer den Spezialdefensiv-Drop. Ich habe gerade sowieso keine Angst mehr vor dem Blättersturm, denn er hat den Spezialangriff schon down wie sonst was. Wieso denn? Ich habe keine Worte dafür. Ja, es ist passiert. Xumipa ist auch gestorben. Alle Pokémon, die wir aus Kanto mitgenommen haben, außer Newcraft, sind jetzt tot. Also wirklich, die Pokémon, auch wirklich Newcraft, gehört ja auch nicht dazu. So, die Pokémon, die wir wirklich verwendet haben in fast komplett Kanto, sind tot. Ja, Farb on. Bla. Ich habe keine Worte dafür. Und wir müssen jetzt hier noch 5 Minuten voll kriegen, ne? Ich kann ja nicht einfach aufhören. Das wäre jetzt ziemlich peinlich. Was ist peinlich? Das kann man nicht machen. Ich werde versuchen, meine Laune irgendwie noch bei, ja, oben zu halten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich weiß nicht. Leute, muntert mich in den Kommentaren bitte auf. Wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt in der nächsten Zeit. Ich werde jetzt noch ein bisschen Prismania City erkunden. Ich kann aber hier nicht weitergehen, sozusagen. Ich muss wirklich alle Pokémon jetzt auf Level 50 trainieren. Das wird wahrscheinlich sowieso der letzte Part sein. Also er muss jetzt der letzte Part sein, den ich vor dem Urlaub aufnehme, denn ich schaffe es nicht mal so eben, alle auf Level 50 zu trainieren, denn, ja, Newcraft schafft es auch nicht alleine. Er hat jetzt nicht die stärksten Attacken. Das ist so leider die Sache. Und Xumipa ist down. Gut, wir müssen dich jetzt beerdigen, Xumipa. Es war echt toll mit dir, weil du hast uns geholfen gegen Champ Siegfried. Ohne dich wären wir schon längst hier, ja, die Nuzlocke wäre vorbei gewesen. Aber ist auch krass, ne? Wir schaffen so viele Parts ohne einen einzelnen Tod, ne? Und dieses riesige Massaker gegen Siegfried hat unser ganzes Team auseinandergerissen, weil wir waren immer nicht ganz vollständig. Dadurch, dass wir wirklich nur 2 Pokémon oder so immer zur Verfügung hatten, waren wir nie richtig vollständig. Deswegen, das war das Problem. Und glaubt mir, Leute, ihr könnt mir gerne auch die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich jetzt so lange keine Pokémon trainiert habe. Oder auch immer so wenig oder so. Aber wirklich, Leute, wenn ihr es mal macht, ich habe auch dabei gespeedet und alles beim Trainieren. Aber das ist unglaublich aufwendig. Also wirklich unglaublich. Leute, das ist aufwendig. So viel zu trainieren, das dauert lange. Und ich habe keine Worte. Ich werde jetzt meine Pokémon aufheilen gehen und werde dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich bin gerade auch total ruhig und ihr musstet vielleicht die Lautsprecher höher drehen, um mich überhaupt zu verstehen. Denn ich war gerade einfach zu leise dafür vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht in der Stimmung, jetzt irgendwie aufgeregt zu sprechen. Das war einfach zu viel für mich. Nein, aber es ist nur ein Spiel, das ist klar, ne? Es ist nur ein Spiel. Also wenn ich jetzt hier aufhöre mit Let's Playen, also wenn ich jetzt hier in Urlaub gehe, werde ich jetzt nicht die ganze Zeit Xumipa nachtrauen oder so. Es ist ein Spiel, das ist mir klar. Aber dennoch, so, man fühlt halt schon mit so die ganze Zeit im Let's Play, ne? Dann macht man schon, ne? Man ist ja nicht die ganze Zeit kalt. Es ist aber nur ein Spiel. Also, Leute denken jetzt nicht, dass ich mir irgendwie zu stark zum Herzen nehme. Es ist ein Spiel, das weiß ich natürlich. Aber natürlich, wenn man jetzt hier so weiter Let's Playen möchte mit so einem Team, was überhaupt nicht ausgereift ist und was wirklich lange dauert, das auf Level 50 zu trainieren, ich weiß es echt nicht. Weil wenn ich nach den Ferien wiederkomme, muss ich wahrscheinlich erstmal zur Überbrückung ein paar Pokémon Showdown Parts bringen oder so. Aber Hardcore kann wahrscheinlich nicht sofort kommen, nachdem ich aus dem Urlaub komme, denn das ist einfach viel zu viel. Außer ich setze mich 2 Stunden hin. Naja, gut. Ich würde sagen, der Part ist jetzt gerade mal so 15 Minuten geworden, vielleicht auch nicht. Ihr habt wahrscheinlich mich jetzt so labern ein bisschen gehört. Ich hoffe, ihr habt trotzdem das irgendwie gefeiert, den Part, oder fand ihn interessant. Ich würde mich halt, wie gesagt, über eine Bewertung freuen, über eine positive am besten noch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es. Ein Kommentar ist natürlich immer sehr, sehr gern gesehen.
Also bitte, ja, wenn ihr gerade irgendwas auf der Seele habt oder irgendwas schreiben wollt, bitte schreibt das, weil das ist immer schön. Ich mag Kommentare und das sage ich tausendmal. Ich weiß, Leute nervt das, die meisten Leute nervt es wahrscheinlich schon. Und naja, ich sollte jetzt auf jeden Fall den Part beenden, sonst rede ich noch 30 Minuten weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ja, wahrscheinlich dann nach dem Urlaub der nächste Pokémon-Part, den ich dann aufnehme. Gut, bis dann und ciao.